Auf Englisch haben wir einen Unterschied zwischen Policy, das ist Diskussion über Sachverhalte, und dann haben wir Politics, und das ist Polarisierung und ich gegen dich. Was alle diese Komplementäre als Mechanismen beibringen, ist, dass sie beibringen eine Art von Policy Discussion. Es geht nicht um die Diskussion zu gewinnen, und es geht um die Diskussion, um die Probleme zu lösen. Und das ist eigentlich das Grundidee der Demokratie. Wir müssen nicht auf Parteien fokussieren, wir müssen nicht auf Persönlichkeiten und die Individualisten fokussieren. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht nicht um Politik, also um Politics, es geht um Policy. Es geht um Probleme zu lösen und nicht um Diskussionen zu gewinnen. Was hier möglich gewesen wäre, ist eine Erkenntnis und wachsende Empathie in diesem Prozess, jetzt wo auch sehr privilegierte Personen zum ersten Mal mit einer solchen Herausforderung konfrontiert worden sind. Also mit Fragen sozialer Gerechtigkeit, wenn zum ersten Mal der Lohn gefährdet ist oder der sichere Arbeitsplatz oder Ähnliches oder das Arbeitsverhältnis sich verändert unter bestimmten Situationen. Oder eben auch Aspekte wie das Freiheitsempfinden. Was wir beobachtet haben als Personen, die da vielleicht auch einen geschärften Blick drauf haben, ist, dass diese Empathie zum Teil ausgeblieben ist. Also es gab schon Solidarität, aber die Frage ist, mit wem und wie nachhaltig ist sie? Und dass sie stattdessen gewisse Dinge auch verschärft haben. Also beispielsweise ist beibehalten worden, dass Personen, die Sozialhilfe beantragen und sie auch erhalten, im Migrationsamt gemeldet werden. Zumindest in der Stadt Luzern ist das so der Fall. Man hätte sich jetzt überlegen können, dass dieses Vorgehen gelockert wird oder angepasst wird zu Zeiten dieser Maßnahmen oder eben in einem Ausnahmezustand, was aber nicht vorgefallen ist. Ja, es gibt gute Praktiken, das heißt, man muss klar, verständlich, direkt mit den Menschen sprechen, natürlich auch die sozialen Medien verwenden. Das Wichtigste für die Vertrauenswürdigkeit ist aber, dass man stets die Wahrheit sagt und nicht aus Bequemlichkeit oder auch aus guten Gründen mal so ein bisschen am Rande lügt. Ich habe vorhin über die Masken geredet, ich glaube, das war so ein Fall, wo aus sehr verständlicher Weise einige Gesundheitsbehörden gesagt haben, wir brauchen diese Masken jetzt für Ärzte und Krankenschwestern, also sagen wir mal in der Öffentlichkeit, dass das nicht so besonders hilft, dann werden die Leute nicht versuchen, Masken zu kaufen. Das war ein riesiger Fehler, weil da viel Vertrauen verloren gegangen ist, weil es dann auch später es schwieriger gemacht hat, Leute davon zu überzeugen, dass Masken doch wichtig sind. Also das bedeutet, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es schwierig ist, stets die Wahrheit sagen, das ist das erste Gebot und der Rest folgt davon. Zunächst hilft es sicher, wenn die Regierung oder die Verantwortlichen eine Erklärung oder vielleicht auch eine Entschuldigung abgeben für Fehlentscheide, damit man sich wieder annähern kann, damit man sieht, okay, der Staat nimmt uns ernst, er hört unsere Sorgen, unsere Bedenken. Und eine zweite ganz wichtige demokratiepolitische Maßnahme scheint mir eben diese Integration in den politischen Entscheidungsprozess. Und in diesem Fall spezifisch ist es so, dass ein Drittel der Bevölkerung, das sind Migrantinnen, die noch nicht die Bürgerrechte haben, ausgeschlossen sind von der Entscheidfindung, aber genauso betroffen von den erlassenen Gesetzen, auf die dann staatliches Handeln quasi legitimiert ist. Und hier müssen wir uns fragen, ob es nicht Zeit ist, dass man diese Personengruppen in den Entscheidungsprozess einbezieht, beispielsweise auf kommunaler Ebene, indem man ihnen dort die politischen Rechte gewährt. In Ungarn sind Volksabstimmungen nie über Gesetzestexte. Es sind politische Fragen, die können beantwortet werden. Es gibt die Möglichkeit, das durch das Volk auszulösen mit 200.000 Unterschriften oder eben durch die Regierung. Die Regierung hat jetzt diese fünf Fragen gestellt und die drehen sich alle um diesen Themenkomplex. Ich würde sagen, es geht eigentlich um Scheinfragen, also so Fragen wie, wollen Sie, dass man geschlechtsumwandelnde Operationen für Kinder propagiert etc. und solche Sachen, was eigentlich niemand macht. Und das hat eine mehrfache Funktion, weil Ungarn ist nach diesem Kinderschutzgesetz international unter Druck gekommen und natürlich hat dann auch die innerungarische Opposition Druck aufgebaut. Und damit gelingt es jetzt vieles, die eigene Basis zu mobilisieren und
man kann so in die Wagenburg-Mentalität rein, wir kleines Ungarn werden von diesem liberalen Europa angegriffen. Und natürlich vom Timing her wird wahrscheinlich die Volksabstimmung so um die Wahlen herumkommen, sodass das zusätzlich mobilisieren kann.